Hallo meine Hübschen, willkommen zum nächsten Halloween-Tutorial. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals nochmal machen werde, aber wir machen was mit Fimo. Unglaublich, aber wahr, ich weiß. Ich habe ja früher ziemlich viel Fimo gemacht und dann irgendwann habe ich aufgehört. Wir machen heute aber was und zwar brauchen wir dafür Büroklammern, weißen Fimo, orangenen Fimo, der schon echt öl aussieht. Und gelben Fimo. Yay! Ja, das sind so die übergebliebenen Reste dieser Farben. Ich bin froh, dass ich überhaupt alle Farben noch habe. Ich habe sie nämlich damals nicht weggeschmissen. Ich hoffe, sie funktionieren noch. Und wir werden drei Büroklammern designen, verschönern, wie auch immer. Die könnt ihr dann zum Beispiel in euren Kalender reinmachen oder ihr könnt sie für die Schule verwenden, für die Uni. Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Man kann selbstverständlich auch verschiedene andere Motive damit gestalten, aber wir haben natürlich das Halloween-Thema, darum machen wir heute was für Halloween. So, wir beginnen erstmal mit Weiß, einfach aus dem Grund, dass danach die Hände einfach schmutzig werden. Ich packe mir das mal aus. Es ist echt unglaublich lang her, dass ich damit was gemacht habe. Ich hoffe, ich kann das noch. Weiß war schon immer etwas tricky, daran erinnere ich mich. Ich werde das jetzt erstmal eine Runde kneten müssen. Ich schneide mir jetzt einfach mal ein Stück davon ab. Müsste reichen. Werde das kneten und sobald ich das formtechnisch wieder am Start habe, seht ihr mich wieder. So, ich habe das jetzt ein bisschen in den Händen geknetet. Wir machen uns daraus jetzt eine Kugel erstmal. Und dann rollen wir das aus. Ja, ganz professionell. Ich nehme einen Nagellack dafür. Einfach aus dem Grund, weil ich kein besseres Objekt zum Rollen besitze im Moment. Das muss auch nur so ein bisschen gerollt sein. Dann rollen wir das noch so, damit die Enden einfach schöner sind. Wir können das auch noch so ein bisschen formen. Wir wollen einfach eine Platte haben. Bei Weiß ist es ein bisschen schwierig. Ihr kriegt da Fussel rein, wenn ihr nicht komplett saubere Hände habt. Anscheinend hatte ich immer noch Fussel an den Fingern, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir legen uns das jetzt erstmal zur Seite und nehmen uns im nächsten Schritt Grau. Das hatte ich vergessen, euch zu zeigen. Macht aber überhaupt nichts. Dann nehmen wir uns auch wieder ein kleines bisschen. Und kneten das erstmal grau und formen daraus eine ganz dünne Schlange. Dann nehmen wir uns das hier, können das schon mal halbieren, legen uns das hier so drüber, drücken das auch fest, können die Seiten schon abschneiden. Hier oben noch eins hin. Immer schön fest drücken, damit das sich auch miteinander so verbindet, dass das später nicht einfach auseinanderfällt. Und wir bilden noch mal eine Schlange. Also Fimo findet ihr übrigens in jedem Bastelladen. Ihr könnt das auch einfach in Weiß kaufen und später anmalen. Da gibt es auch billigere Firmen. Aber was ich eben so cool finde an Fimo ist, dass sie eben schon gefärbt sind von Anfang an und man die dann im Nachhinein nicht einfärben muss. So, wir rollen das jetzt noch mal ein bisschen. Wir haben das erstmal so. Wir nehmen uns jetzt noch ein kleines Stückchen von dieser Rolle und machen uns das hier hin. Ich nehme jetzt einen Zahnstocher, einfach um das hier ein bisschen näher ranzubringen. Das überall noch ein bisschen fest. Und das haben wir schon mal. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was zur Hölle soll das sein, aber das werden wir nachher noch rausfinden. Es ist eine Mumie, sie kriegt noch ein Gesicht, aber ja, später. So, wir wollen natürlich jetzt auch das hier reinbekommen. Darum schneide ich jetzt hier unten ganz vorsichtig
mit meinem Messer so ein kleines bisschen ein. Vorsichtig dabei sein. Und dann nehme ich mir meine Büroklammer, stecke die hier unten rein. Und um sicher zu gehen, dass sie später auch richtig gut hält, kann man dann später da einfach auch nochmal mit Sekundenkleber rangehen. Okay, ich habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Wir haben hier einfach aus Fimo nochmal so einen braunen Stängel gemacht. Und jetzt machen wir das Gleiche mit Grün. Also nicht das Gleiche, aber wir kneten das Grün erstmal. Da brauche ich nochmal einen Moment. Dann nehme ich mir das Grün und mache daraus wieder auch ganz dünne, eine ganz dünne Schnur. Aber dünner als vorhin. Also Leute, ich bin krass aus der Übung. Naja, was soll's. Wir schneiden uns das hier einmal ab. Dann nehmen wir uns... Ja, obwohl, wir können es nochmal halbieren. So. Nehmen uns das. Rollen das ein wenig. Machen uns das hier drauf. Nehmen uns wieder einen Zahnstocher, um das hier festzumachen. Gleich aus. Ist das, was ich meine? Symmetrisch meine ich. So. Machen das erstmal oben wieder fest. Nehmen uns nochmal hier was von. Letztes, diese Seite. Ich nehme jetzt ein Wattestäbchen. Nummer 2. Wir machen unten natürlich hier auch wieder einen Schlitz rein. Nehmen uns eine Büroklammer, stecken die unten rein, drücken das wieder fest, legen das zur Seite. So, und dann habe ich mir einfach noch einen Braun genommen. Ich habe das auch schon geknetet. Wir machen nämlich jetzt einfach noch einen Cookie dazu, was Leichtes, was immer geht. Wieder eine Kugelform. Platt drücken. Spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, dass da die Fingerabdrücke drauf sind. Was wir jetzt machen, wir nehmen uns einfach ein bisschen Folie, zerdrücken die und gehen dann auf den Cookie drauf. Geben ihm einfach ein bisschen Textur damit. Auch auf den Seiten. Ich könnte das jetzt auch auf der anderen Seite noch machen, aber ich lasse das so. Dann nehme ich mir einen Kronkorken und mache hier oben einfach zack. Nein, die sieht das so ein bisschen aus, als hätte da jemand reingebissen. Ich kann das noch ein bisschen hier so machen. Und dann nehme ich mir vom dunklen Braun ein kleines bisschen was.
mach daraus wieder so eine Rolle. Schneid da einfach kleine Teile von ab. Die wir dann einfach so drauf machen. Dann haben wir schon einen Cookie. Da machen wir selbstverständlich auch wieder eine kleine Öffnung unten rein. Nehmen uns die Büroklammer. Stecken wir unten rein. So, dann haben wir unsere drei Fimo-Dinger. Fimo muss bei 110 Grad 30 Minuten in den Ofen. Das machen wir eben. So, und sie sind aus dem Ofen. Die sind jetzt auch wirklich fest, ne? Also, da kann man nichts mehr dran verändern. Jetzt kommen wir zu den Gesichtern. Ich habe mir hier zwei Permanentmarker genommen. Ich fange einfach mal hier mit dem weißen an. Ein Mund. Und wir nehmen uns noch rosa und malen ihm noch Backen. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ja, das sind die drei. Ich mache die jetzt mal eben noch in den Kalender. Ja, und so sehen sie aus, wenn sie im Kalender sind. Ich habe jetzt hier den Fehler gemacht, dass ich das falsch rum reingesteckt habe. Aber die sind eh nicht ganz fest, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Müsst ihr da eh nochmal mit Sekundenkleber ran, also könnt ihr es einfach nochmal umdrehen. Ja, ich finde, es ist eigentlich echt süß geworden. Mir gefällt vor allem auch die Mumie ganz gut. Und eben der Keks und der Kürbis. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht macht es ja nach. Dann verlinkt mich auch wieder gerne auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!